Gerald Brey, Rechtsanwalt. Ein Riesenthema, Völkerbund, UNO, Great Reset, was haben da wir nicht schon alles darüber gelesen? Sind das Irrwege? Zeitgemäß ist die Frage, was soll denn der Staat unternehmen? Da sind wir gespannt. Dreiviertelstunden, du sagst selber, ob du Fragen beantwortest dann oder wie du das gerne handhaben möchtest, gell? Viel Spaß. Ja, interessant, die Rosemarie hat jetzt gleich den Vortragstitel abgewandelt, was soll der Staat unternehmen? Und das ist genau der Schlüsselpunkt, die Schlüsselfrage, weil das Thema lautet, was soll der Staat unterlassen? Nicht, was er tun soll, sondern was er unterlassen soll. Und ich habe letzte Woche eine Postkarte bekommen von einem lieben Freund, Björn Rickenbach, Arzt aus Neuchâtel, im Vorstand bei Alethea, und habe mir ein Zitat geschickt von Oswald Spengler. Was ist Wahrheit? 3 Wochen Pressearbeit und alle Welt hat die Wahrheit erkannt. Ihre Gründe sind so lange unwiderleglich, als Geld vorhanden ist, sie ununterbrochen zu wiederholen. Jetzt habe ich das heute früh noch schnell überprüft, weil es geistern auch viele falsche Zitate durch die Welt. Aber es stammt in der Tat aus Oswald Spenglers monumentalem Werk Der Untergang des Abendlandes. Erstmals erschienen 1917 und dann nochmals 1922. Und damit sind wir schon bei der Zeit Gründung des Völkerbundes 1919. Und in Spenglers Buch Auf der Suche nach dem Zitat heute Morgen bin ich drauf gekommen. Er hat dort sehr wohl unterschieden, für wen ist Wahrheit überhaupt eine relevante Kategorie? Für die Pflanze nicht, die wächst und gedeiht ohne Bewusstsein. Für die Tiere, die sehr wohl ein Bewusstsein haben, dass sie leben, ist die Wahrheit aber auch keine Kategorie. Die handeln instinktmäßig. Und nicht, weil es richtig oder falsch ist. Und nur für den Menschen spielt die Wahrheit eine Rolle. Und die Wahrheit ist untrennbar verbunden mit der großen Gabe des Menschen, nämlich zur Freiheit befähigt zu sein. In Freiheit entscheiden zu können, sich für das Wahre, sprich das Richtige und Angemessene und vielleicht Menschengemäße, ist eine Eigenschaft, die den Menschen auszeichnet. Und wir haben in den vergangenen 3,5 Jahren ja keine Gesundheitskrise erlebt, so wie es auch keine Klimakrise gibt, sondern es gibt einen unglaublichen Kampf ums menschliche Bewusstsein. Und da spielt diese Technik, die Oswald Spengler schon vor über 100 Jahren beispielhaft genannt hat, eine große Rolle. Wenn ich es jeden Tag 100 Mal in den Nachrichten höre und im Fernsehen sehe, dann muss es ja wohl wahr sein. Es hat aber damit überhaupt nichts zu tun. Und man könnte dazu auch Goethe dagegen halten, der gesagt hat, man muss das Wahre immer wiederholen, weil auch der Irrtum um uns her immer wieder gepredigt wird. Und zwar nicht von Einzelnen, sondern von der Masse. In Zeitungen und Enzyklopädien, auf Schulen und Universitäten, überall ist der Irrtum oben auf. Und es ist ihm wohl und behaglich im Gefühl der Majorität, die auf seiner Seite ist. Das heißt, nochmal 100 Jahre zurückgehend war das Thema schon bekannt, mindestens bei so großen Geistern, wie Goethe es einer war. Und was ist jetzt die Freiheit und das Bewusstsein des Menschen? Da wird man fündig bei Hegel, einem der größten Philosophen aller Zeiten. Vor einer Woche hat er wieder Geburtstag, am 27. August 1770.
Und der hat in seinen Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte gesagt, die Natur des Geistes lässt sich durch den vollkommenen Gegensatz desselben erkennen. Wie die Substanz der Materie die Schwere ist, so müssen wir sagen, ist die Substanz, das Wesen des Geistes, die Freiheit. Und er hat dann gesagt, die Weltgeschichte ist der Fortschritt im Bewusstsein der Freiheit. Das heißt, der Mensch entwickelt sich im Laufe der Zeit, über Jahrhunderte und Jahrtausende. Und es ist ein grober Trugschluss anzunehmen, dass die Menschen vor 1000, 2000 oder 5000 Jahren genauso waren wie wir heute, was den Stand des Bewusstseins betrifft und auch die ganze Art und Weise, die Welt wahrzunehmen und zu empfinden. Und unter dem Aspekt der Freiheit führt Hegel auch aus in diesen Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte, ist, dass in der Antike, etwa bei den alten Ägyptern, da war eigentlich nur einer frei, nämlich der Pharao. Später wurden dann mehr Menschen frei. Zu Zeiten des Römischen Reichs, da kam dann die Geburtsstunde auch des Rechts. Das war aber gebunden an den römischen Bürger, der Civis Romanus. Der hatte dann Freiheiten, die Sklaven waren aber nicht frei. Das ist auch nicht hinterfragt worden. Und erst im Laufe der Zeit hat sich dann das Bewusstsein herausgebildet, insbesondere bei den germanischen Stämmen, dass eigentlich jeder Mensch frei sein muss. Und das hat dann im Wege auch der Aufklärung und der philosophiegeschichtlichen Entwicklung zu dem Ergebnis geführt, dass die Sklaverei abzuschaffen ist. Und dazu ist es ja mindestens offiziell in weiten Teilen gekommen. Und was wir momentan erleben, ist natürlich eine andere Art der Sklaverei, die die genialste Form überhaupt ist, weil die Menschen gar nicht mitbekommen, dass sie Sklaven sind. Auch dazu gibt es einen entsprechenden Spruch von Goethe, niemand ist unfreier, als der nicht weiß, dass er Sklave ist. Und für mich persönlich die bedeutendste Figur, die bedeutendste Gestalt, die einem helfen kann, die heutige Krise überhaupt zu verstehen, ist Rudolf Steiner. Rudolf Steiner, manche kennen vielleicht die Waldorfschulbewegung, manche kennen die Marke Demeter. Er war aber gelernter Naturwissenschaftler, hat Mathematik und Physik studiert, hat dann die naturwissenschaftlichen Schriften Goethes herausgegeben, kommentiert in der großen Weimarer Sophienausgabe, weil sein Lehrer, der Professor Schröer an der Technischen Universität Wien, der ein glänzender Literaturkenner war, aber kein Naturwissenschaftler, sich nicht in der Lage sah, diesen großen Teil in Goethes Wirken angemessen zu präsentieren und zu erläutern, und hat seinen jungen, genialen Schüler Rudolf Steiner gebeten, das zu übernehmen. Das heißt, Steiner kommt ganz aus dem Boden der Naturwissenschaft, strenges, methodisch geschultes Denken, und sein Hauptwerk von 1894 nennt sich denn auch bezeichnenderweise Philosophie der Freiheit. Seelische Beobachtungsresultate nach naturwissenschaftlicher Methode. Das heißt, Steiner hat sein Denken so geschult, dass er dann nicht nur naturwissenschaftlich erkennen konnte, sondern auch geisteswissenschaftlich. Er hat dann auch die Wege angegeben, wie man in die Lage kommt. Aber den Trost mitgegeben, man muss nicht selbst so weit kommen, um die Ergebnisse eines Geistesforschers, wie er selber einer war, kritisch zu prüfen und würdigen zu können. Das heißt, Sie müssen jetzt nicht alle gleich Eingeweihte werden, um Steiners Schriften verstehen zu können, sondern jeder kann das mit dem gesunden Menschenverstand machen. Und Steiner hat auch wiederholt darauf hingewiesen, dass man ihm nicht glauben soll, sondern er möchte verstanden werden. Und
Deswegen, mir brauchen Sie auch nichts glauben, lesen Sie das nach, prüfen Sie selber, es führt kein anderer Weg als durch dieses Nadelöhr Ihres eigenen Bewusstseins. So wie niemand anders zu Ihnen ich sagen kann, niemand anders für Sie gehen kann, müssen Sie auch das Denken selber übernehmen, auch wenn es anstrengend ist. Und ja. Und Steiner hat dann ab dem Jahr 1900 etwa, hat er auch esoterische Vorträge gehalten und unter dem ist er heute meistens bekannt. Aber er hatte durch seine Fähigkeiten auch erkannt, wo die Gesellschaft als Ganzes im Argen liegt. Und dann hat er rechtzeitig, das heißt weit vor oder noch vor dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs darauf hingewiesen, dass die Gesellschaft geprägt ist durch Krankheitssymptome. Er sprach von einem Kulturkarzinom, das irgendwann zum Ausbruch kommen würde. Und er hat dann recht behalten, weil wenige Monate später kam es zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs, 1914. Und alle Welt war überrascht, weil die Diplomaten ja versichert hatten, es ist alles in Ordnung und wir haben die Sache im Griff. Und Steiner hat einfach besser beobachtet und mehr gesehen und erkannt. Und als dann der Erste Weltkrieg vorbei war, hat er zur Zeitpunkt der Völkerbundsgründung im März 1919 in Bern einen Vortrag gehalten und hat dann darauf aufmerksam gemacht, wenn man so grandios gescheitert ist mit der Politik wie die Nationalstaaten im Ersten Weltkrieg, dann muss man doch mal innehalten und überlegen, was ist schiefgelaufen. Die Rezepte von vor dem Krieg können ja nicht die richtigen sein, um nach dem Krieg weiterzumachen. Und er hat dann aus dem vollen, umfassenden Menschenbild heraus entwickelt, warum es ein Unding ist, dass die Staaten sich wie Wirtschaftsunternehmen gebärden, nationalstaatlich geprägt mit allerlei Zollvorschriften und Machtmitteln und hat daraus abgeleitet, gerade weil er die Naturwissenschaft aus dem FF kannte, dass der Mensch in der heute herrschend gewordenen Weltanschauung letztlich wie eine Sache behandelt wird, wie ein totes Ding, das Gegenstand der Naturwissenschaften ist. Da gibt es dann die Kausalitätsgesetze und wenn A das ist, dann kommt kausal das heraus und dann kann es die und die weiteren Folgen geben. Mechanik, einfach wenn A, dann B. Und diese Betrachtungsweise ist für den Menschen überhaupt nicht angebracht, weil beim Menschen kommt die Freiheit ins Spiel. Da kann ich nicht sagen, wenn er A gesagt hat, wird er zwingend auch B sagen. Nein, vielleicht ist der Mensch irrational und macht ganz was anderes oder hat einen neuen Impuls oder eine Einsicht und macht dann C oder Y. Das heißt, man kann das menschliche Verhalten überhaupt nicht vorhersehen. Man kann es dann auch nicht steuern. Und das ist das, was wir die letzten 3,5 Jahre, ich nehme an, die meisten haben ähnliche Erfahrungen gemacht, so ungut am eigenen Leib verspürt haben, dass man uns inzwischen vorgeben will, auf Schritt und Tritt, wie wir zu leben haben. Dass man nur noch im Sitzen essen darf, weil im Stehen ist der Virus im Umlauf und könnte gefährlich zuschlagen. Die Absurditäten waren so groß, dass man sich gefragt hat, liest denn überhaupt irgendjemand diese Verordnungen überhaupt durch? Denkt er nochmal drüber nach, was ihm die Zeitung verkündet als Verhaltensweise? Es war ja dermaßen grotesk. Aber die Menschen sind trainiert worden darauf, man tut das, was einem gesagt wird. Es wird schon das Richtige sein. Es sitzen ja hochbezahlte Parlamentarier in Bern, dass die Fahnenflucht begangen haben, Arbeitsverweigerung und nach Hause gegangen sind, weil es bequemer war, den Bundesrat machen zu lassen, das hat keine Rolle gespielt.
Und Rudolf Steiner hat dann entwickelt anhand des umfassenden Menschenbildes, das nämlich zum physischen Leib auch noch die Seele und den Geist mit in den Blick nehmen muss, weil aus dem seelisch-geistigen kommt die Freiheitsfähigkeit und der geistige Ursprung des Menschen. Und das kann ich nicht regeln, aber mit dem muss ich rechnen, wenn ich eine menschenwürdige Gesellschaft gestalten möchte. Ansonsten behandle ich den Menschen wie ein Rädchen im Getriebe und er hat das zu tun, was ich ihm zuweise, was seine Funktion ist in dem großen Räderwerk. Das hat einfach mit dem Menschen, der ernst genommen wird, nichts zu tun. Und Steiner hat dann auf die großen Grundprinzipien der Französischen Revolution aufmerksam gemacht: Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, die ihre volle Berechtigung haben, aber sie müssen am rechten Platz ihre Wirkung finden. Die kann man nicht gleichzeitig verwirklichen. Und das ist die große Schwierigkeit geworden, weil durch die Art, wie der Staat historisch entstanden ist, über die Jahrhunderte seit der Renaissance, hat der Staat immer mehr Aufgaben übernommen und versucht jetzt quasi als der Übervater oder der Ersatzgott, Nietzsche nennt ihn Götze, der neue Götze, so hat Nietzsche den Staat bezeichnet, der versucht alles zu steuern, dass die Menschen frei sind und dass sie gleich sind und dass sie nett miteinander umgehen müssen. Und das kann nicht funktionieren. Die Freiheit ist mit der Gleichheit nicht unter einen Hut zu bringen, wenn man diese Prinzipien nicht an den rechten Ort stellt. Und Steiner hat gesagt, die Gleichheit ist dort berechtigt, wo die Menschen wirklich gleich sind, nämlich in ihrer seelisch-geistigen Individualität, aufgrund ihres göttlichen Ursprungs. Im christlichen Abendland hat man mal gesagt, der Mensch sei das Ebenbild Gottes. Und insofern sind sie gleich, aber nicht äußerlich. Äußerlich sieht jeder anders aus, kleidet sich anders, hat eine andere Hautfarbe, ist groß, dünn, dick, Mann, Frau, was auch immer. Das ist aber nur die äußere Umhüllung, der physische Leib, aber das seelisch-geistige ist göttlichen Ursprungs und insofern sind die Menschen gleich. Und das ist, wo das Recht ansetzen kann. Die Gleichheit vor dem Gesetz war das große Prinzip. Und heute haben wir eine Pervertierung dieses Rechtsgedankens, in dem nämlich die Diskriminierungen schon per Gesetz angeordnet werden. Eigentlich jeder spezielle Diskriminierungsschutz ist eine Bevorzugung der angeblich diskriminierten Minderheit und eine Benachteiligung aller anderen, weil die kriegen Sonderrechte. Das ist ein Irrweg. Das ist die Frage der Gleichheit. Man kann dieser Perversion, wenn man dem einen Namen geben möchte, könnte man von der Gleichheitsreligion sprechen. Das ist aber, die alten Griechen würden sagen, das Prokrustesbett. Der Prokrustes war ein Riese, ein Wegelagerer, der Menschen überfallen hat und dann in sein Bett gesteckt hat. Und die zu lang waren, da hat er die Arme und Füße abgehackt und die zu kurz geraten sind, die hat er gestreckt. Und das ist das sprichwörtliche Prokrustesbett, das heißt, man wird passend gemacht, egal ob es jetzt passt oder nicht, schön genormt und das ist dann das Normale. Und das ist aber nichts Menschengemäßes. Menschengemäß ist die individuelle Entfaltung seiner Fähigkeiten, seiner Begabung, seiner Vorlieben, seiner Wünsche, seiner Ziele, aber nicht eine Vorgabe von außen. Und die Freiheit hat Steiner dem Seelischen zugewiesen. Im Seelischen, im Denken, im Fühlen und Wollen ist der Mensch frei. Und nur so kann er auch in Freiheit die Wahrheit erkennen. Die Wahrheit ist nichts, was einem aufgezwungen werden kann. Die muss man sich selbst erarbeiten. Das ist eben das Wesen des Menschen.
Im Evangelium steht, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Im Johannesevangelium. Das ist die Kernbotschaft, auf die es letztlich ankommt. Jeder muss erkennen, was wahr ist und sich entsprechend verhalten. Natürlich gibt es individuell gefärbte Teilwahrheiten zuhauf. Ich habe schon mehrfach erwähnt, nehmen Sie den Hausberg von Luzern, den Pilatus, stellen Sie 12 Menschen in einem Rad, in einem Umkreis davon auf, in einem Kreis, und jeder hat eine andere Perspektive auf den Pilatus. Er schildert den Berg so, wie er ihn sieht. Jeder schildert für sich völlig zutreffend, aber jeder schildert was anderes. Und wenn Sie sich dann noch vorstellen, jeder marschiert dann Richtung Gipfel des Pilatus, dann werden 12 unterschiedliche Wege geschildert werden. Unterschiedlichste Eindrücke, Erlebnisse, Sichtweisen, Perspektiven. Und das sind alles berechtigte Teilwahrheiten. Und am Gipfel kommen sie zusammen. Dort haben sie dann die gleiche Umschau. Und dann können sie die gemeinsame Wahrheit erkennen und die Teilwahrheiten mit integrieren. Und es gibt einen wunderbaren Vortragszyklus von Rudolf Steiner, den er genannt hat, die Wahrheit als, oder die Welt, jetzt weiß ich es nicht mehr genau, jedenfalls als die Wahrheit als Zusammenschau 12 verschiedener Weltanschauungen, die geprägt sind, dann auch durch den Tierkreis, die ja die Gestirnskonstellation, da verbergen sich geistige Kräfte oder Mächte dahinter, Wesenheiten, die einfach eine bestimmte Prägung ausüben und die sich dann im Geburtshoroskop wiederfinden. Und es ist einfach die individuelle Startposition im Leben. Und das ist nichts Fatalistisches, sondern das ist einfach das Gepäck, das man mitbekommen hat und kann sich dann schrittweise zu einer immer umfassenderen Wahrheit erheben, indem möglichst viele Teilwahrheiten integriert werden. Und die Brüderlichkeit zuletzt. Die wäre am Platz für den gesamten Bereich des Wirtschaftslebens. Das Wirtschaftsleben ist heute auch völlig pervertiert, weil man den schrankenlosen Egoismus zum Leitprinzip erhoben hat. Im Wirtschaftsleben geht es aber um Bedürfnisbefriedigung. Und ich kann meine Bedürfnisse nur stillen, indem ich etwas für andere Menschen tue. Ich kann irgendein Produkt herstellen, ich kann ein Pferd mit Hufen versehen oder ich kann einen schönen Wohnzimmerschrank zimmern, ich kann gute Dienstleistungen erbringen, was auch immer. Ich muss für andere tätig sein. Und da kommt dieses brüderliche Element ins Spiel. Und das Ganze ist nur verdeckt dadurch, dass man ein reines Hilfsmittel, nämlich das Geld, das den Austausch der Produkte und Dienstleistungen erleichtern sollte, irgendwann zum Selbstzweck erhoben hat und vergessen hat, dass das nur eine Anweisung ist, darauf bestimmte Produkte beziehen zu können oder Dienstleistungen in Anspruch nehmen zu können. In dem Moment, wo das gedruckte Papier, wenn da nur noch 100 Franken draufsteht, aber Sie kriegen nichts dafür, dann erkennen Sie die Wertlosigkeit sofort. Und auch dort können Sie bei Goethe großartig nachlesen, im zweiten Teil seines Faust, wo er die Papiergeldschöpfung durch Mephisto dargestellt hat. Und zwar glasklar, unmissverständlich. Wie überhaupt im zweiten Teil des goethischen Faust tiefe Geheimnisse verborgen sind, einfach in künstlerisch bildhafter Form. Und das hat dazu geführt, dass Goethe angeordnet hatte, erst nach seinem Tode zu eröffnen. Er fürchtete um sein Leben. Buchstäblich im Sinne der Antike, auf Verrat von Mysteriengeheimnissen stand der Tod. Und Goethe hat sozusagen den Schleier gelüftet, etwas von den modernen Mysteriengeheimnissen. Und er hatte an seinem Freund Schiller erlebt, dass nachgeholfen werden kann, wenn man
für bestimmte Kreise zu unangenehme Wahrheiten aufzudecken versucht. Und bei Schillers Tod wurde nachgeholfen. Er war schwer krank, aber er hätte damals noch nicht sterben müssen. Und von Schiller gibt es auch die wunderbaren Briefe über die ästhetische Erziehung des Menschen in einer Reihe von Briefen. Es ist keine leichte Kost, aber es ist lohnende Lektüre. Weil Schiller hat auch den Kern der Freiheit erfasst und gesehen, der Mensch ist dort nicht frei, wo er in der Gewalt seiner Triebe und Leidenschaften ist, vom Stoff sozusagen ganz beherrscht, da ist er nicht frei. Und auf der Ebene des reinen Denkens, des streng logisch-mathematischen Denkens ist er auch nicht frei, weil er kann in der Mathematik nicht einfach sagen, 2 und 2 ist 5. Das geht nicht. Und frei ist er nur im Bereich der Kunst, im Bereich des Fühlens. In einem Kunstwerk können Sie ohne weiteres schreiben, 2 und 2 ist 5. Und das regt dann auch an. Das ist dann eben die künstlerische Freiheit. Und diese Fähigkeit im menschlichen Seelenleben, die Freiheit schrittweise immer mehr zu entfalten, das zeichnet den Menschen eben aus. Und der moderne Einheitsstaat, wie wir ihn jetzt vorfinden und wie er inzwischen außer Rand und Band geraten ist, der setzt einfach eine Fehlentwicklung der vergangenen Jahrhunderte fort. Und man muss erkennen, es wird nur besser, wenn Einsicht herrscht unter möglichst vielen Menschen, dass sie ihre Freiheit nur sichern können, wenn der Staat nicht ins Spiel kommt. Deswegen war die Forderung Steiners an dem Vortrag in Bern 1919, dass die zeitgemäße Frage nicht ist, was die Staaten oder der Staat tun soll, sondern was er unterlassen soll. Und unterlassen soll er, sich einzumischen in alle Fragen des Geisteslebens. Darunter versteht Steiner die Bildung, die Erziehung, die Wissenschaft, die Universitäten, Medizin und interessanterweise auch die Jurisprudenz. Also auch die Rechtsgelehrten, die Anwälte und die Richter, die haben mit dem Rechtsleben, dem eigentlich staatlichen Leben, nichts zu tun, sondern das ist letztlich eine freie Erkenntnistätigkeit, jetzt als Richter zu entscheiden, wie ein bestimmter Sachverhalt, der ihnen präsentiert wird, zur Entscheidung zu beurteilen ist. Da gibt es halt eine allgemeine Regel, die ist im Gesetz festgehalten. Aber wie die Regel jetzt konkret anzuwenden ist auf den ihm unterbreiteten Sachverhalt, das ist ein Gegenstand der freien Urteilsbildung durch den Richter. Und diese freie Urteilsbildung ist schlicht nicht möglich, wenn der Richter staatlich besoldet ist und vom Staat abhängig gemacht wird. Oder wie in der Schweiz, wenn er gar noch zwingend einer Partei angehören muss, um Richter am obersten Gericht der Schweiz beim Bundesgericht in Lausanne werden zu dürfen. Es gab vor nicht allzu langer Zeit die Justizinitiative in der Schweiz, durften die Stimmberechtigten abstimmen. Da hatte einer einen sinnvollen ersten Schritt vorgeschlagen, wie man dem Einhalt gebieten kann, dass die Parteien letztlich darüber bestimmen, wer Richter wird in Lausanne. Er hat nämlich vorgeschlagen, man muss den Kreis der Wählbaren erweitern. Es darf nicht auf die Parteizugehörigkeit ankommen und es darf kein Parlamentsausschuss sein, der sozusagen in Abstimmung bestimmt, wer Richter wird. Er hatte dazu einer alten, schon in der Antike gebräuchlichen Methode den Vorzug gegeben, nämlich das Losverfahren. Und man hat dann die ganze Initiative ins Lächerliche gezogen, indem man behauptet hat, es sei ja dann unverdient, wenn einer Richter wird per Losentscheid. Das ist die völlig falsche Perspektive. Das ist ein Musterbeispiel dafür, wie eine Teilwahrheit aus dem Kontext gerissen werden kann, eine andere Perspektive eingenommen wird und dann kommt das Gegenteil raus. Weil der Losentscheid sollte ja nur sicherstellen, dass keine parteipolitisch gefärbten Interessen bei der Wahl eine Rolle spielen.
Aber für die Zusammensetzung der Kandidaten galten natürlich objektive Kriterien. Das heißt, wer wäre befähigt, ein Richteramt auszuüben? Und gerade, ich wage die Behauptung, dass gerade die Menschen, die Richter sein könnten, es aber für unter ihrer Würde halten, einer Partei beizutreten, die schon kraftnamensparteiisch sein muss, also ganz einseitig, das mit der richterlichen Unabhängigkeit nicht in Einklang bringen könnten und deswegen nicht Richter werden wollen, weil sie diesen entwürdigenden Prozess nicht auf sich nehmen wollen. Das heißt, man hätte vielleicht wirklich unabhängig denkende Menschen gewinnen können. Aber der Versuch ist mal im ersten Anlauf gescheitert, aber man kann dranbleiben und ich weiß nicht, wie viel von Ihnen bewusst ist, dass die Parteien diese Richterstellen in Lausanne buchstäblich verkaufen. Die verkaufen oder Leasing könnte man auch noch nennen, diese Stellen, weil die Bundesrichter, die auf dem Ticket einer Partei dann wirklich gewählt werden, die müssen jährlich eine sogenannte Mandatssteuer an die Partei entrichten, die sie portiert hat. Und das können 3.000 und das können 10.000 Franken pro Jahr sein. Und die Parteien finden das für völlig in Ordnung und behaupten noch, das sei ein wichtiger Baustein der Parteienfinanzierung. Also es ist grotesk, wenn man sich's mal in Ruhe und in aller Nüchternheit anschaut, und dann denkt man sich, aha, so setzen sich die Bundesrichter zusammen, die jetzt über hochpolitische Dinge zu entscheiden haben, wie unabhängig werden die wohl urteilen? Ich habe meine Erfahrungen gemacht, das ist heute nicht Gegenstand des Vortrags. Meine Zuversicht in die Unabhängigkeit der Richter geht gegen Null. Es gibt rühmliche Ausnahmen, aber mehrheitlich ist es deprimierend, was man da erfahren kann. Und ja, die UNO, die steht im Vortragstitel, weil nach dem Zweiten Weltkrieg hat sich das Spiel wiederholt. Der Völkerbund war krachend gescheitert. 20 Jahre nach Ende des Ersten Weltkriegs kam der Zweite Weltkrieg. Und was hat man gemacht? Man hat wieder nach dem Muster des Völkerbunds die UNO aus der Taufe gehoben und hat dort die großartige Erklärung der Menschenrechte formuliert und dann müssen Sie nur die Präambel durchlesen, dann sehen Sie, dass es auch nicht funktionieren wird, weil erstens werden wieder Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit in eins gemischt. Der Staat soll sicherstellen und man hat jede Menge Ansprüche geschaffen gegen den Staat. Also Anspruch auf Wohnen, Anspruch auf Arbeit, Anspruch auf Gott weiß was. Nur der Staat hat ja nichts, womit er das erfüllen kann. Um etwas gewähren zu können, muss es von jemand anderem bekommen, freiwillig oder mit Gewalt. Und das Hauptmittel sind die Steuern. Das habe ich gelernt in Bayern. Steuerrechtsvorlesung, Definition Steuer, Leistung ohne Gegenleistung. Das ist die offizielle Definition. Das ist auch in der Schweiz nicht anders, weil für die Steuer haben sie keine direkte Leistung des Staates, wo sie sagen können, ja, ich gebe dir gern was, aber ich möchte sehen, was du damit machst. Nein, werden sie nicht bekommen, diese Antwort, weil die Steuer wird für allgemeine Zwecke verwendet. Und die Zwecke definieren dann die Politiker in Bern, die letztlich immer Richter in eigener Sache sind, weil es ist bisher kaum vorgekommen, dass sie sich selbst benachteiligt hätten oder vergessen. Die leben davon, dass sie sich permanent wichtig machen. Deswegen hat Steiner eine Zukunft skizziert, was erstrebenswert wäre, die Ersetzung aller Politik durch den Rechtsstaat. Es braucht keine Politiker mehr. Es braucht einen Grundkanon von verbindlichen Regeln, wie Menschen miteinander umgehen wollen. Das sind im Wesentlichen die 10 Gebote, vielleicht noch um das eine oder andere ergänzt. Und der Staat kann nur negativ tätig sein. Das heißt, er muss den Freiheitsraum der Menschen schützen und darf nicht in ihn eingreifen. So sind die Grundrechte auch mal entstanden.
Schutz vor Folter, Schutz vor Todesstrafe, Schutz vor allerlei Einmischungsversuchen des Staates. Und das hat man nicht zuletzt dann auch durch die UNO-Gründung nach dem Zweiten Weltkrieg teilweise ins Gegenteil verkehrt, schon mit diesen Anspruchshaltungen. Nietzsche hat das glasklar erkannt, hat dann den Staat auch als kälteste aller kalten Ungeheuer bezeichnet. Und was er auch hat, geraubt hat das. Und das ist so. Und jetzt sind wir wieder in einem Krieg, der ist nur nicht erklärt offiziell und mindestens mal in der Schweiz und in Europa wird noch nicht scharf geschossen, aber unmittelbar an der Grenze zum Osten ja mittlerweile schon. Aber es wird ein Krieg gegen die Menschen geführt durch die Regierungen. Buchstäblich, es ist ein ganz hundsgemeiner, hinterhältiger Krieg, weil er nämlich nicht erklärt wurde und dann noch unter dem Deckmantel des Gesundheitsschutzes geführt wird. Man glaubt den Menschen, die Menschen glauben, der Staat tut ihnen Gutes, wenn er ihnen die Maske aufnötigt, wenn er sie dazu zwingt, alle 3 Tage sich testen zu lassen und sich ungeprüfte, mehr oder weniger unbekannte mRNA-Inhaltsstoffe injizieren zu lassen. Das ist sowas von hinterhältig. Mir fehlen buchstäblich die Worte. Man kann auch in keiner Weise rechtlich, wenn man nicht den Begriff des Rechts völlig vergessen oder ihn nie gelernt hat, eine staatliche Impfpflicht befürworten. Weder direkt noch indirekt, wie wir es in der Schweiz hatten, weil es ist einfach eine unglaubliche Heuchelei zu behaupten, es habe in der Schweiz keine Impfpflicht gegeben. Faktisch war der Druck gewaltig. Und jeder, der dem Druck standgehalten hat, ist ein Held in seinem individuellen Verhalten, weil der Druck, ich darf sonst nicht mehr weiter studieren, ich kann nicht mehr in die Arbeit gehen, ich darf dies und jenes nicht mehr, ja, was ist das anderes als ein indirekter Zwang? Da kann ich mich nur noch sophistisch herauswinden und sage, ja, es war aber keine gesetzlich angeordnete Pflicht. Ja, schön. Wenn ich mit der Pistole bedroht wäre, Geld oder Leben, ich gebe es dann auch freiwillig raus. Mein Strafrechtsprofessor in München, bei dem ich auch promoviert habe, der hat gesagt, es ist überhaupt keine Alternative, weil der räuberische Erpresser, der will entweder Geld und Leben oder nur das Geld. Ja, auf das läuft es hinaus. Und in diesem dritten Krieg sind wir jetzt wieder an einer Wegscheidung. Und die Menschen müssen begreifen, dass das, was durch den sogenannten Great Reset oder durch die Agenda 2030 der UNO oder was auch immer vorgeschlagen wird, den unheilbringenden und verderblichen. Jetzt schlägt die Zensur zu. Jetzt wird es aktuell, dass das nur den völlig falschen Weg der Vergangenheit fortsetzen und noch dramatisch verstärken wird. Weil was diese Agenda 2030, der Klimaschwindel, was der bewirken wird, ist vollkommene Abhängigmachen der Menschen von Vorgaben durch Dritte. Egal, ob die jetzt erleuchtet sind oder nur finstere Zwecke verfolgen oder ihre eigenen Einkommen maximieren wollen, es ist der grundfalsche Weg. Weil beim Great Reset verschmelzen jetzt Unternehmens- oder Konzernmacht mit staatlichen Machtmitteln. Und das sind natürlich die allerbesten Geschäfte, die man machen kann. Garantiegewinne. Wenn ich Maskenhersteller, Impfstoffhersteller, Testhersteller bin, ja, was kann mir denn Besseres passieren, als wenn der Staat allen Menschen vorschreibt, ihr müsst alle paar Tage diese Produkte nutzen. Und ob man sie jetzt selber kaufen muss, aus dem eigenen Sack zahlen muss, oder ob es die Gemeinschaft der Steuerzahler tragen muss, das spielt ja aus Sicht des Herstellers keine Rolle. Der hat Garantiegewinne und die haben ja auch Milliardenprofite eingeschoben. Und solange in Bern Menschen darüber entscheiden dürfen, was im Namen der Allgemeinheit wirtschaftlich getan werden soll oder muss, solange wird es nicht besser.
Ich begrüße natürlich auch die Initiativen, dass jetzt unabhängige Menschen versuchen, in National- und Ständerat zu kommen. Ich wünsche denen den besten Erfolg. Es wird nur wenig ändern. Und selbst wenn sie die Hälfte der Sitze erobern sollten, die sind über kurz oder lang mindestens mehrheitlich genauso korrumpiert wie das jetzige Personal dort, weil die Millionenzahlungen durch die Hintertür immer viel stärker wiegen als das offizielle Salär eines Bundesrats oder eines Ständerats. Deswegen hilft nur dem Staat, die Mittel zu entziehen, also die Machtmittel. Er darf nicht mehr darüber bestimmen dürfen, was in der Wirtschaft zu geschehen hat. Und wir haben eine Planwirtschaft, die ist sensationell. Also wenn Sie mal Langeweile haben sollten, die Gefahr ist bei Ihnen sicher ganz gering, aber wenn Sie einen Einblick wollen, nehmen Sie eine Regulierung, eine Verordnung der Europäischen Union, sei es im Bereich Energie oder jetzt im Bereich Gesundheit. Die EU hat schon eine, ich glaube, 30- oder 35-seitige Verordnung in Kraft gesetzt. Das ist schon alles vorbereitet für die Machtübernahme durch die WHO. Das ist alles schon parat. Und wenn Sie das durchlesen, dann sehen Sie, wohin die Reise geht. Und die WHO ist ja eine Einheit der UNO. Die WHO ist einfach das äußere Mittel, um die geplante Weltdiktatur jetzt auch offen umzusetzen. Im Geheimen gibt es schon länger eine Weltregierung. Andernfalls wäre es unmöglich gewesen, dass wie durch Zauberhand auf einmal im Frühjahr 2020 alle Regierungen den gleichen Unsinn verzapft haben. Es gab ja keine Gesundheitsgefährdung. Die fand nur in den Köpfen der Menschen statt. Und dazu können Sie unglaublich viel nachlesen. Es liegt alles auf dem Tisch. Winston Churchill hat in Zürich die berühmte Rede gehalten. Im größten Hörsaal finden Sie die Erinnerungsplakette von der Vereinigung Europas. Worum es eigentlich geht, hat er ein Jahr später in London gesagt, in der Royal Albert Hall. Gesagt, es geht natürlich darum, dass es geht um die Weltherrschaft unter Führung der Briten oder der Angloamerikaner. Und die Vereinigten Staaten von Europa sind ein unabdingbares Zwischenziel, um das Endziel zu erreichen. Das heißt, wir reden von einer mindestens 100-jährigen Perspektive. Und deswegen ist es eine Jahrhundertkrise oder eine Jahrtausendkrise, weil, um auf Rudolf Steiner zurückzukommen, der Mensch hat jetzt die Wahl und die Gesamtkonstellation hat sich zum Positiven geändert. Das heißt, es wird immer leichter werden, auch spirituelle Erkenntnisse zu erringen, übersinnliche Wahrnehmungen zu haben. Aber da besteht ein unglaublich großes Täuschungspotenzial und deswegen hat Steiner auf diese methodische Denkschulung so großen Wert gelegt, um das einordnen zu können. Von welchem Wesen kommt denn dieser Gedanke, diese Inspiration, diese schlaue Idee? Und solange das ungeklärt ist, heißt es einfach vorsichtig sein. Ansonsten läuft man Gefahr, irgendwelchen Impulsen zu folgen, die womöglich von Wesenheiten stammen, mit denen man nicht nähere Bekanntschaft machen möchte. Und von daher muss man dort aufpassen. Und ich möchte noch eine Sache erwähnen, weil das momentan ja stark gepredigt wird, wieder auf allen Kanälen, diese angebliche Klimakrise. In Deutschland haben sie die Klimakrise im Sommer ausgerufen, ohne Rücksicht auf das Wetter. Und ich habe gehört, in Deutschland gibt es Witze drüber. Ja, am Wochenende hatten wir wieder 32 Grad. 16 Grad am Samstag und 16 Grad am Sonntag. Und auch da, ich kann das nur streifen, es ist absolut wissenschaftlicher Unsinn zu behaupten, CO2 verursache einen Anstieg der Temperatur. Es hat damit überhaupt nichts zu tun. Der CO2-Gehalt
Der CO2-Gehalt folgt ganz großen Entwicklungen, die in erster Linie von der Sonnenaktivität abhängen und von vielen anderen Dingen. Auch dort, es ist eine Hohlschuld. Dani Drapic hat gestern davon gesprochen. Sie müssen sich aktiv um diese Informationen bemühen und sich versuchen, ein Urteil zu bilden. Ich habe das 2019 schon gemacht, als ich die jahrelange Beschäftigung mit diesem Klimaschwindel in einen Aufsatz zusammengefasst habe, der heißt zur Absurdität der Klimareligion. Finden Sie in der Zeitschrift der Europäer im Archiv, können Sie nachlesen. Und in der Schweiz liegen ja die Verordnungen schon parat für die nächste Energiemangellage. Da werden Sie dann mit Vorgaben beglückt, dass Sie nur noch höchstens mit 40 Grad waschen dürfen. Bügeln wird verboten sein. Das heißt, wenn Sie mit einem gebügelten Hemd irgendwo auftauchen, stehen Sie schon im Verdacht, gegen diese Verordnung verstoßen zu haben. Sie lachen völlig zu Recht, aber die haben ernsthaft diese Verordnungen schon in der Schublade. Können Sie nachlesen, da gab es eine Vernehmlassung dazu. Und ich kann mich nur wiederholen, studieren Sie die Sachen selber, nehmen Sie nichts hin, auch Zitate überprüfen Sie, soweit es möglich ist, wie dieses Spengler-Zitat, das habe ich beispielhaft genannt. Und erkennen Sie, dass der Staat heute das allergrößte Problem geworden ist und nicht die Lösung sein kann. Ist völlig unmöglich. Und wenn man mal begriffen hat, dass der Staat immer mit der gleichmacherischen Keule kommen muss, weil das ist das Wesen seines Wirkens. Er soll für alle gleich handeln. Und wir haben heute nur dieses Phänomen, dass bestimmte Minderheitengruppen bevorzugt werden. Das ist einfach, weil bestimmte Lobbygruppen mehr Macht haben, um einseitig zu ihren Gunsten erlassene Gesetze steuern zu können. Und deswegen ist es am besten, dass es überhaupt keine Gesetze mehr geben darf, soweit es um die Wirtschaft und um das freie Geistesleben geht. Vielen Dank.